Ja, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge des Blogs der Volkshochschulen zum Thema VHS-Tag und die Folgen, die aus dem VHS-Tag erfolgen. Und ich begrüße für dieses Video-Interview Christoph Köck und einen Kollegen vom Landesverband Hessen und, wie ich auch schon geschrieben habe im Blog, stellvertretender Vorsitzender des Organisations- und Finanzausschusses. Christoph, herzlich willkommen zu diesem kurzen Gespräch. Hallo Joachim, ich grüße dich herzlich. Christoph, wir können auch gleich anfangen. Du warst ja Moderator des ersten Panels auf dem Volkshochschultag, die digitale Bildungsrevolution. Da hat ja Dr. Dreger ein kleines Statement gebracht dazu. Du hast das ganz gut, wie ich finde, moderiert. Und parallel zu den Foren konnten ja die Teilnehmer am VHS-Tag in der VHS-eigenen App Ja. Fragen stellen. Und aus diesen Fragen wurden dann ja einige Fragen an das Publikum weitergeleitet, aber nicht alle. Und ich habe mir mal so drei, vier Fragen da rausgesucht und würde dich bitten, diese Fragen zu beantworten, wenn es denn, ich sage es ja mal so, wenn es denn überhaupt eine Antwort auf diese Fragen gibt in diesem Sinne. Und die erste Frage, die eigentlich von den Teilnehmern am meisten sozusagen favorisiert war, das war die Frage nach unserer Struktur. Und zwar, wir sind ja 900 Volkshochschulen, alle autark, alle werden ja kommunal finanziert. Und wie geht das eigentlich? Digitale Anwendungen, die nicht an der eigenen kommunalen Grenze aufhören. Können wir die eigentlich in dieser bisherigen Programmentwicklung so weiterfahren? Oder die Frage, brauchen wir dafür eigentlich eine digitale Volkshochschule? Ja, die Frage ist so nicht 100% eindeutig zu beantworten zum jetzigen Zeitpunkt, aber vielleicht doch tendenziell kann man versuchen, eine Antwort zu finden. Also ich würde mal sagen, alle, ich glaube, es sind momentan 911 Volkshochschulen in Deutschland, müssen online gehen. Das, glaube ich, kann man unumwunden bejahen, diese Frage. Weil es geht ja im Prinzip heutzutage nicht mehr um die Frage des Ob, sondern letztendlich nur noch um die Frage des Wie. Das heißt also, wie kann ich eigentlich die erweiterten Lernwelten, von denen ja in Berlin viel gesprochen worden ist, wie kann ich die in meiner Einrichtung nutzen und welche ja, Ressourcen kann ich da eigentlich für finden im Netz und welche Unterstützungsleistungen können mir dann möglicherweise auch andere Einrichtungen oder auch Dachverbände bei der Einbindung dieser erweiterten Lernwelten dann eben bieten? Und ich meine, in einem anderen Panel hat Anja C. Wagner ja den, finde ich, ganz bedeutenden Satz gesagt. Also es geht nicht um On- und Offline, sondern es geht letztlich um die Frage, wie können wir das Internet, das Wissen im Internet, wie können wir das als Backend der Bildungseinrichtung Volkshochschule nutzen? Ja, das ist ja genau die Frage, Christoph. Wir haben ja in der Struktur ganz viele kleine Volkshochschulen. Wir haben ehrenamtlich geführte Volkshochschulen. Es braucht ja einiges Wissen, um sozusagen digitale Angebote nicht nur als Angebote ins Programm zu schreiben, sondern sie auch dann entsprechend für neue Zielgruppen zu werben. Es braucht eine Fähigkeit, die eigene Einrichtung, die Mitarbeiter in diesen ganzen Bereichen, zum Beispiel auch der Kommunikation in sozialen Netzwerken zu schulen, kleine Volkshochschulen ehrenamtlich oder ganz kleine in vielen, gibt es wohl noch in Bayern und in Schleswig-Holstein. Ich würde mal sagen, die sind dazu gar nicht in der Lage. Wie verhelfen wir denn den Volkshochschulen, in dieses digitale Zeitalter zu kommen? Ja, da hast du Und recht. auch Da würde ich dir zustimmen. Es ist wirklich nicht jede kleine ehrenamtlich geleitete Volkshochschule in der Lage, von sich aus jetzt ein großes digitales Programm zu initiieren. Was ich aber glaube, ist, dass jeder und jede ehrenamtlich geleitete Volkshochschule oder auch die Personen und die Kolleginnen und Kollegen, die dort wirken und tätig sind,
schon sich auch im Prinzip den Erfordernissen der Zeit stellen sollten im Bildungsbereich und sagen wir mal mit offenem und wachem Auge und einer offenen Haltung auch die Chancen, also die positiven Wirkungen, die mit dem Internet und insbesondere mit den Vernetzungsmöglichkeiten verbunden sind, die eben auch selber zu erfahren, auszuprobieren und mit ihnen zu experimentieren. Also das halte ich eigentlich für eine, ja, will ich sagen, Bürgerpflicht, aber doch für eine Pflicht für jemanden, der sich Entwicklungen im Bildungsbereich professionell oder auch ehrenamtlich anschaut. Und natürlich ist es, kann es nicht sein, dass dann zum Beispiel eine kleine Volkshochschule mit vielleicht 1000 Unterrichtseinheiten, da gibt es ja eine ganze Reihe von in Deutschland immer noch in der Größenordnung, dass die dann jeder für sich eine eigene Lernplattform kreiert. Das würde zu einer Vielfalt und zu einem Wildwuchs und zu einer Ressourcenverschwendung führen, die ja gar nicht angemessen wäre. Also da braucht es dann natürlich die Unterstützung der Verbände. Da ist ja auch in dem Masterplan Erweiterte Lernwelten einiges vorgesehen, also zum Beispiel ein VHS-Portal mit einer Lernplattform, die dann alle Volkshochschulen nutzen können und auch mit Vernetzungsmöglichkeiten, dass ich mich also beteiligen kann über Kommunikationsforen, die bestimmte Fragestellungen diskutieren, wenn zum Beispiel jetzt neue Richtlinien und Gesetze kommen für Integrationskurse, dass das also nicht jeder für sich in seinem Kämmerlein macht, sondern dass man tatsächlich auf die Expertinnen und Experten von vielen zurückgreifen kann, die sich dann idealerweise im Netz tummeln. Also das geht ja zumindest so in Andeutungsweisen in die Richtung eine digitale Volksschule. Also wenn zum Beispiel die Verbände eine Plattform kreieren, über den Masterplan und die Volksschulen einzeln auf diese Plattform zurückgreifen können, dann ist das ja eine zentrale Dienstleistung. Diese ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Leistung wird ja im Moment von den Verbänden erbracht. Also würdest du sagen, es ist die Aufgabe der Verbände, die digitale Infrastruktur für alle Volkshochschulen aufzubauen? Also zumindest in, sagen wir mal, da, wo es sinnvoll ist. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es sinnvoll ist, 900 Moodle-Plattformen in Deutschland zu betreiben, nur weil jeder seine eigene Moodle-Plattform haben möchte. Das hat auch eigentlich mit dem Bildungsauftrag der Volkshochschulen vor Ort, die sind ja kommunale Dienstleister in der Regel oder als Vereinsvolkshochschulen doch an die Kommune gebundene Dienstleister, wenig zu tun. Es ist ja so, sie nutzen ja bisher auch schon zentrale Dienstleistungen von Privatanbietern. Also zum Beispiel arbeiten wir ja alle mit Microsoft Office oder Verwandtprodukten. Die stellt ja auch nicht jede Volkshochschule für sich her, sondern nutzt sie eigentlich von zentralen Anbietern. Und das Ganze versucht jetzt der DVV ja im Prinzip auch über eine Lerninfrastruktur zu gewährleisten. Und alles andere als da zentral sich einzuklinken, ist tatsächlich Energieverschwendung, würde ich mal sagen. Weil die Kolleginnen und Kollegen brauchen ja auch ihre Energien für viele andere Dinge. Da kommt so viel Neues auf sie zu jetzt in den nächsten Jahren, dass man sich, glaube ich, mit solchen technischen Dingen möglichst wenig auseinandersetzen sollte. Vielmehr vielleicht die Frage, welche Pädagogik ist eigentlich die ideale, wenn ich analoges und virtuelles Wissen miteinander verbinden möchte. Zeichnest du ja ein Bild, da entsteht in meiner Fantasie so die große Volkshochschulfamilie, wo ganz viele rein wollen, wo du sagst, macht ja keinen Sinn, wenn alle 911 Volkshochschulen eine Moodle-Plattform machen. Meine Erfahrung ist da eher, dass gar nicht jede Volkshochschule eine Moodle-Plattform haben möchte und dass das Know-how für digitales Lernen ja gar nicht in jeder Volkshochschule vorhanden ist. Ich glaube, es ist ja im Moment noch eher so eine Frage, wie motiviert der Verband seine Mitgliedseinrichtung in dieser Frage weiterzugehen und nicht, wie organisieren wir das jetzt nur einfach, sondern wir stehen da ja ziemlich am Anfang. Braucht es da nicht ganz konkrete Dienstleistungen, wo eine Volkshochschule, die in dem Bereich noch nicht so fit ist, die nicht so viele Mitarbeiter hat, einfach sagen kann, okay, das will ich jetzt nutzen,
erklär mir das, fertig. Ja, genau so, Joachim. Also ich hoffe, dass ich nicht missverstanden wurde. Also ich bin gar nicht der Auffassung, dass hier jede Volkshochschule sozusagen schon auf einem hohen Level ist und kann auch gar nicht so sein. Ist auch in anderen Bildungsbereichen nicht so. Auch viele Universitäten stehen ja noch am Anfang bei der sozusagen digitalen Bildungsinitiative. Und ich sehe das schon so, dass im Prinzip eine Form von, ja, so ein kleines loderndes Feuer zunächst mal entstehen muss. Und da finde ich eigentlich die Idee des DVV ganz gut, der ja in seinem Portfolio, in seinem Dienstleistungsportfolio jetzt ab Herbst anbieten wird, dass Volkshochschulen an sogenannten Digi-Circles teilnehmen können. Das sind kleine Verbünde von Volkshochschulen, vielleicht 3, 4, 5 Volkshochschulen, die miteinander digital unterstützte Projekte vor Ort angehen. Wie das genau ablaufen wird, das wird sicherlich noch kommuniziert werden. Da gibt es auch noch keinen letztendlichen Plan, aber der wird jetzt über den Sommer erstellt. Und dann glaube ich schon, dass die, sagen wir mal, die Einstiegsniveaus schon sehr unterschiedlich sein können. Also es können Volkshochschulen mitmachen, die ganz, ganz am Anfang sind und mit sozusagen sehr einfachen Projekten dann auch diese Digi-Circles starten können. Vielleicht einfach mal eine Schreibwerkstatt auszuprobieren, digital. Das macht ja die VHS Köln zum Beispiel schon sehr lang, seit vielen Jahren. Aber das wäre ein relativ einfaches Projekt, was eigentlich jede Volkshochschule mit ausprobieren könnte. Oder vielleicht Fotosafaris, die mit dem Netz sozusagen als Hintergrund ja für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielleicht attraktiver werden als rein analoge Fotogeschichten. Also da gibt es, glaube ich, ein Reservoir an Fantasie und Optionen, wo sich die Volkshochschulen auch sehr individuell dann einbringen können. Also da muss ich wirklich auch sagen, die Technik steht da nicht im Vordergrund, sondern da steht eigentlich die Idee im Vordergrund. Und dann kann man überlegen, wo steckt denn eigentlich in dieser Idee eine Erweiterungsoption? Also wo ist sozusagen der Weg in die erweiterten Lernwelten, wenn ich diese Idee weiterdenke? Mit den Digi-Circles wird ja der Versuch gestartet, so ein Netzwerk zu diesem Thema aufzubauen. Also ich stelle mir das so vor, ein Digi-Circle arbeitet zu einem Thema, meinetwegen wir entwickeln gemeinsam eine Schreibwerkstatt und dann gehen die einzelnen Volkshochschulen aus diesem Kreis wieder an andere Volkshochschulen heran und das ist so eine Form der Weitervermittlung von Fähigkeiten. Von der Fantasie jetzt des Masterplans gedacht, wann wird die letzte Volkshochschule eine digitale Schreibwerkstatt haben? Das ist eine gute Frage, Joachim. Ich glaube nicht, dass alle Volkshochschulen eine digitale Schreibwerkstatt haben werden. Aber möglicherweise werden mit Hilfe der Digi-Circles Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch von ganz kleinen Volkshochschulen in Schleswig-Holstein die Möglichkeit haben, an einer Schreibwerkstatt teilzunehmen. Und das war ihnen bisher möglicherweise nicht möglich, weil es in ich weiß nicht, wie das bei euch heißt da oben, Sirksdorf, wie heißt eure Volkshochschule? Ist die ehrenamtlich? Die nächste, die bei mir ist, das ist in Neustadt. Neustadt, und die ist aber nicht ehrenamtlich wahrscheinlich, die ist hauptamtlich. Nein, die ist hauptamtlich schon. Mhm. Ja, und das möglicherweise in Neustadt, wo vielleicht bisher nur 2 Leute hätten gerne eine Schreibwerkstatt machen können, das aber nie zustande gekommen ist, weil es eben einfach zu wenig Leute waren. Und die hätten jetzt die Möglichkeit, vielleicht in Kiel oder Lübeck oder wer auch dann diese Seminar veranstaltet, dann eben auch mitzumachen. Das ist sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig zunächst, weil sozusagen die lokalen Grenzen dann auch der Teilnehmerschaft in einer Form verlassen werden. Und man muss sich sicherlich auch überlegen, wie man das dann von der Statistik her dann klassifiziert und so weiter. Aber es ist doch allemal besser, als den 2 Leuten zu verwehren oder nicht die Möglichkeit geben zu können, an so einer Veranstaltung mitzumachen. Gut, damit sind wir eigentlich bei einem riesigen, großen Thema schon. Digitale Bildung verlässt die kommunale Grenze. Ja. Die Finanzierung der Volkshochschulen ist eine kommunale Finanzierung. Ich stelle mir da so einen Landrat vor, der sagt so, und jetzt habe ich im Kreis Ostholstein
habe ich jetzt hier eine Volkshochschule und die macht so eine digitale Schreibwerkstatt. Und jetzt kommen Leute aus Frankfurt dazu. Und ich, deinen armen Neustadt, soll das nun bezahlen. Ja. Habt ihr auch dort Ideen, wie zum Beispiel auch in der politischen Landschaft, für solche, sagen wir mal, eine neue Bildungsstruktur geworben wird? Ja, das, also da stehen wir noch am Anfang. Das gebe ich ganz offen zu. Da müssen wir auch, glaube ich, unter den Politikerinnen und Politikern, den Hauptamtlichen, also Landräten, Kreisbeigeordneten und so weiter, sicherlich auch noch ein Bewusstsein für schaffen. Denn es ist ja im Prinzip ein reziproker Prozess. Nicht nur der Frankfurter nimmt an der Schreibwerkstatt in Neustadt teil, sondern der Neustädter wird möglicherweise auch an der Fotosafari in der VHS München Nord teilnehmen, die da sehr bekannt für ist, bundesweit. Das heißt also, es wird letztendlich im Idealfall ein Geben und Nehmen sein. Meine Befürchtung ist nur, dass wir hier sozusagen zunächst in ein Verwaltungswirrwarr hineingeraten und da sollten wir vielleicht von Anfang an überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, das zu verhindern. Also mein Vorschlag ist einfach, wer eine Veranstaltung veranstaltet und Teilnehmerinnen und Teilnehmer anwirbt, der kann diese natürlich auch abrechnen. Und ob das nun ein Teilnehmer ist, der lokal vor Ort ansässig ist oder nicht, das müsste dann eben zweitrangig sein. Nun habe ich auf dem Volkshochschultag in Berlin auch Gespräche geführt, da haben Kollegen durchaus gesagt, ja, also denen war das Problem so bewusst. Ja, warum machen wir denn nicht eine digitale Volkshochschule, die macht praktisch alle Angebote, die über die kommunale Grenze hinausgeht. Die wird finanziert über die einzelnen Volkshochschulen, Landesverbände vom DVV. Und dann sind wir doch aus der ganzen Problematik raus, kommunale Gelder für, ich sag mal, den deutschsprachigen Raum bereitzustellen für Bildung. Was spricht eigentlich gegen so eine Lösung? Also ich glaube, dass gegen eine digitale Volkshochschule im Prinzip dieser Insel-Effekt spricht, der damit verbunden wäre. Das heißt also, da gibt es dann irgendwo eine digitale Volkshochschule, da werden die digitalen Contents produziert und alle anderen sind dann im Prinzip sozusagen nur noch Konsumenten. Das ist ja gerade nicht die Idee der erweiterten Lernwelten. Die erweiterten Lernwelten gehen ja im Prinzip davon aus, dass sozusagen jeder und jeder in irgendeiner Form auch seinen Bildungsbeitrag leistet. Und gewissermaßen ja auch sozusagen den erweiterten Horizont, der mit diesen neuen Lernwelten verbunden ist, dann eben auch mit konstruiert. Das heißt also, es ist ein ganz starkes aktives Element dabei. Und das sehe ich doch bei so einer einen Online-Volkshochschule sehr stark gefährdet. Ich glaube, da würden wir alle so in den Konsumentenmodus doch sehr stark und leicht verfallen. Das fände ich nicht so gut. Gut, Christoph, dann halten wir fest, der Masterplan geht in die Richtung Befähigung aller, möglichst aller Volkshochschulen zum Thema digitales Lernen, keine zentrale Einheit, die von anderen überwiegend konsumiert wird. Wir werden auch noch ein Gespräch mit Stefan Will führen, wo es um die Thematik geht, jetzt ist der Masterplan verabschiedet, was bedeutet das eigentlich für eine einzelne Volkshochschule, wo kann sie jetzt dort in diesem Prozess sich einbringen auch. Aber hier haben wir erstmal so eine generelle Linie und die finde ich ganz gut, dass du das so klar auch beschrieben hast. Und ich glaube, wir haben das Thema ziemlich erschöpft auf dieser Ebene, es sei denn, du hast jetzt noch eine letzte Anmerkung dazu. Nee, habe ich eigentlich gar nicht. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt. Wir haben ja doch eine Anmerkung, habe ich noch. Und zwar hat sich in der letzten Woche der Bundesarbeitskreis Erweiterte Lernwelten gebildet. Das war das erste Treffen, fand in Fulda statt. Und Kolleginnen und Kollegen aus allen Landesverbänden, zum Teil auch Vertreter aus Volkshochschulen, sind zusammengekommen. Es war das erste Mal in, wie lange bin ich jetzt in der Volkshochschulwelt, 16 Jahren, dass ich eine Sitzung erlebt habe, wo alle Landesverbände vertreten waren. Und das hat mir eigentlich großen Mut gemacht und freut mich sehr, dass das so ist. Und
Ich hoffe, dass die Initiativkraft der Kolleginnen und Kollegen groß sein wird und ich hoffe, dass auch die Begeisterung vor Ort groß sein wird und wir im Prinzip viele Projekte so aus der, wie sagt man so schön, Graswurzelperspektive entwickeln können. Also eigentlich nicht so viel von oben aufoktroyiert und das müsst ihr machen und das solltet ihr tun, sondern die Ideen aus den einzelnen Einrichtungen, mit denen umzugehen und die sozusagen in die weite Welt zu tragen, das fände ich gut, wenn der Zug in diese Richtung fahren würde. Gut, Christoph. Dann bedanke ich mich für dein Gespräch jetzt hier mit mir und wir nehmen mal deinen Optimismus mit, dass sich das so gut umsetzen wird. Danke, Jochen. Ciao. Tschüss.